Sie befinden sich gerade am Start unserer Geocaching-Tour durch Jessen, am Jessener Schloss. Urform und Ursprung des Jessener Schlosses lassen sich wohl kaum noch genau erschließen. Wahrscheinlich wurde das Schloss auf Resten einer alten Burgwallanlage erbaut. Die Grafen von Brenna kauften das Land um 1156 und damit auch die Burg Jessand, also Jessen. Der Askanier Rudolf I. erwarb im Jahre 1317 das Hus zu dem Jessende vom Grafen Konrad zu Wernigerode und den Erben Hermanns von Barby für 1200 Mark in Silber. Nach Herzog Rudolf I. waren die Herzöge Rudolf II., Wenceslaus Rudolf III. Und Albrecht die Territorialherren, so auch für das Schloss Jessen. Sie nutzten die ehemalige Wehranlage anfangs als Mann und später dann als Weiberlehen, als Witwensitz für fürstliche Witwen aus askanischem Hause und als Pfandobjekt. Nach dem Aussterben der Wittenberger Askanier 1422 kam das Schloss in den Besitz verschiedener feudaler Gutsherren. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts kam das Haus Jessen wieder in kurfürstlichen Besitz. Kurfürst Friedrich der Weise kaufte die Burg Jessen und vererbte sie später an seine außerehelichen Söhne Sebastian und Friedrich. Diese durften sich danach Grafen von Jessen nennen. 1640 zerstörten schwedische Truppen die Burg. Danach wurde es wieder als Barockschloss aufgebaut. Im 17. bis 18. Jahrhundert waren vor allem die Familie Wittinghoff und Kanne für die weitere Geschichte des Jessener Schlosses verantwortlich. 1777 hat Johann Christian Hennig, ein reicher Kaufmann und damaliger Bürgermeister von Jessen, das Rittergut Jessen erworben. In den Befreiungskriegen 1813 bis 1814 bezogen die Generäle Blücher, York, Tauentzien und weitere deutsche und russische Heerführer ihr Hauptquartier im Jessener Schloss, um den Elbübergang bei Wartenburg zu erzwingen. 1837 kaufte der königliche Rittermeister Karl Gottfried Eckert das Rittergut und verkaufte es 1864 schließlich an die Gebrüder Raschig. Den Titel Rittergut nahm er allerdings mit nach Zwisiko. Die Gebrüder Raschig renovierten das Gebäude und richteten im Schloss eine Tuchfabrik ein, welche leider 1885 pleite ging. Danach wurde das Schloss von Toni Raschig als Gärtnerei genutzt und später zu einer Wohnanlage umgebaut. Im August 1945 wurde das Schloss durch die Rote Armee geräumt. Diese baute das Schloss um und nutzte es von Dezember 1946 bis August 1948 als Kaserne. Dies ging jedoch nicht spurlos am Gebäude vorüber. Die 300 Soldaten beschädigten das Schloss stark. Sie zerstörten große Teile der Inneneinrichtung, der Kanalisation, der Sanitäranlagen und der Küche. Außerdem verfeuerten sie alle möglichen Dinge aus Holz, die sie im Schloss finden konnten. Besonders schlimm war das Herauslegen von Dachbalken aus der Turmspitze und aus dem hinteren Teil des Schlosses. Nachdem die Rote Armee 1948 das Schloss verlassen hatte, musste es erst einmal gründlich renoviert werden. Nach der Renovierung übernahm der Rat der Stadt das Schloss als Verwaltungssitz. 1952 wurde dann eine Verwaltungsreform durchgeführt, wodurch Jessen zur Kreisstadt wurde. Das Schloss diente dann bis 1959 als Sitz der Kreisverwaltung. Später diente es verschiedenen gesellschaftlichen Organisationen und politischen Parteien als Unterkunft für Büro- und Archivräume. Nach der Wende fiel das Gebäude dann der Treuhand zu, welche es an die Stadt Jessen übertrug. 1992 wurden dringend notwendige Aufräum- und Sanierungsarbeiten durchgeführt und ein Sanierungskonzept beschlossen. Dies führte dazu, dass das Schloss schließlich umgebaut wurde, um es als Verwaltungssitz für die Stadt zu nutzen. Im Zuge dieser Umbauarbeiten wurden auch archäologische Ausgrabungen durchgeführt, bei denen verschiedene Dinge aus der bewegten Geschichte des Schlosses zum Vorschein kamen. Man fand zum Beispiel verschiedene Scherben, einen Bronzekessel und Jessi. Eine Leiche, die vermutlich aus dem 15. Jahrhundert stammt.